Als Alternative zur Dokumentation mit JavaDoc haben wir das Werkzeug Doxygen betrachtet. Doxygen ist nicht nur in der Lage, Java zu dokumentieren und die JavaDoc-Kommentare zu verstehen, sondern unterstützt eine große Zahl von Programmiersprachen C++, C, PHP, Python und so weiter, ist also viel breiter einsetzbar, hat damit natürlich auch viel mehr Einstellmöglichkeiten, und ich halte es für ein sehr, sehr interessantes Werkzeug. In vielen Open-Source-Projekten im C++-Umfeld werden sie immer wieder mit, ja, mit Doxygen generierte HTML-Seiten sehen. Wir haben hier das Projekt geöffnet mit JavaDoc-Kommentaren, die Generierung der HTML-Seiten wird nachher aber nicht wie bei JavaDoc in Eclipse durchgeführt werden, sondern wir gehen in ein GUI, was Doxygen mitbringt. Die Kommentare sind jetzt noch genauso wie vorher, bis auf einige kleine Unterschiede. Hier sehen wir wieder die Dokumentation der Klasse und den ersten Unterschied finden wir hier schon. Wir haben die Blocktexte aus JavaDoc weggelassen. Das müssen wir nicht tun. Doxygen weiß, was ein Blocktag ist in JavaDoc, aber Doxygen weiß eben auch, was ein RCS-Header ist. Das heißt, Doxygen ist in der Lage, das, was wir hier sehen, richtig zu formatieren. Doxygen versteht auch andere Kommentare, zum Beispiel hier der sogenannte QT-Style. Das heißt, wir hatten ja schon in JavaDoc immer einen Satz, den ersten Satz mit dem Punkt als Brief-Comment. Man kann das auch für JavaDoc in Doxygen einstellen, dass er das automatisch macht und genauso behandeln, ja, wie das JavaDoc machen würde. Hier sehen wir einen anderen Kommentar, vor allem natürlich in C++-Projekten wird man das so tun. Und damit beginnen Sie dann gerade einen ausführlichen Kommentar. Der Rest ist allerdings sehr identisch, sodass wir jetzt hier mal bei dem Circle-Punkt Java bleiben wollen. Die Blocktext gibt es noch einen größeren Unterschied. Hier passiert es nicht wirklich sehr viel Neues. Hier kommt schon der nächste Unterschied. Wir hatten das addParam. Könnten Sie nach wie vor verwenden. Ich möchte das Ihnen das nur hier zeigen. Doxygen hat eigene Blocktags, wenn man so will. Wenn Sie die Dokumentation von Doxygen sehen, werden Sie merken, dass es dort, ich glaube, über 100 Blocktags gibt. Die beginnen hier immer mit einem Backslash param. Die eckige Klammer zeigt schon, das ist optional. Das heißt, wir können auch kennzeichnen, ob das ein Input-Parameter ist, der eben nur gelesen wird innerhalb der Funktion oder ob das eben auch ein Output Parameter ist und der Rest ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir schon in JavaDoc mit dem addParam gesehen haben. Und Sie ahnen es schon, es gibt auch ein Slash Return. Hier ist es gerade. Wenn man diese Blocktags verwendet, ich mache das sehr gerne, weil ich ganz einfach da nicht mehr drüber nachdenken muss, ob ich jetzt gerade Java dokumentiere oder Python oder C++. Ich verwende immer die gleichen Tags und verwende immer den gleichen HTML-Generator. Schauen wir uns noch ein paar andere Quellen an. Hier sind wir gerade in der Line.java. Die war deswegen interessant. Sie erinnern sich, wir hatten da ein Bild als Dokumentation hineingemacht. Dafür gibt es den Slash-Image-Tag in Doxygen. Das nächste Argument sagt, das soll die HTML-Ausgabe. Wir werden das noch später sehen. Doxygen kann nicht nur HTML generieren, sondern auch andere Formate. In den anderen Formaten würde dann dieses Bild hier nicht auftauchen. Könnte ja sein, dass Sie zum Beispiel für RTF, was Sie dann in Word weiter bearbeiten oder in LaTeX, zum Beispiel andere Bitmap-Formate verwenden möchten oder andere Größen. Dann kommt, wie auch schon in JavaDoc verwendet, der Dateiname linedoc.jpg und als letztes optionales Argument kann man hier sagen, die Caption, das heißt, das war jetzt nicht so günstig, da fehlt quasi das
hochkomme, dass man auch so einlassen könnte, wie man sieht. Das wird nämlich richtig funktionieren hinterher. Das heißt, es ist eine Bildunterschrift, die wir dann in der Ausgabe haben werden. Hier noch eine Klasse, Shape, das heißt die Basisklasse dieser ganzen Klassen wie Circle und Java. Hier sehen wir jetzt erstmal nichts Aufsehenerregendes. Das ist auch wahrhaftig immer noch das, was wir auch in JavaDoc verwendet haben. Das heißt, hier sieht man auch noch einen weiteren Blocktag von Java. Das versteht Doxygen anstandslos. Das ist überhaupt kein Problem. Und hier sehen wir einen interessanten Kommentar. Slash to do. Das heißt, wir können hier Blocktags verwenden. Was wäre denn noch zu machen? Es gibt slash bug, das heißt, Sie können eine Buglist erzeugen, eine deprecated List, das konnte ja auch JavaDoc. Und das haben wir jetzt hier hineingebracht. Und jetzt scrollen wir ganz nach unten. Hier passiert sonst nicht sehr viel. Und hier haben wir eine slash main page. Soll in einer Datei stehen. Ich habe mich jetzt hier für die Basisklasse entschieden und ich habe hier auch gleich dafür gesorgt, dass ich das dann auch später wieder weiß. Das ist ein beliebtes Problem. Sie haben 100 Klassen dokumentiert, wo steht jetzt bitte die Mainpage. Alles, was danach kommt hier, auch zum Beispiel hier wieder so ein Image-Tag, kommt quasi auf die index.html auf Ihrer Einstiegsseite. Sie müssen das slash Mainpage gar nicht verwenden, dann wird Doxygen für Sie eine relativ leere Einstiegsseite produzieren, wo im Prinzip das Projektlogo, wenn Sie wollen, drin sind und das Projektname. Und der letzte Blocktag, den wir hier noch betrachten, ist slash example. Wenn Sie Klassen haben, dann haben Sie garantiert auch vielleicht mein Beispielprogramm implementiert. Ihre Benutzer, die das API verwenden, werden sich darüber freuen. Und Sie können hier an beliebigen Stellen, ich würde aber auch vorschlagen, sammeln Sie das immer in einer Datei, sodass Sie das wiederfinden. Können Sie sagen, es gibt eine Quelle, die heißt hier jetzt firstseen.java, die macht das Folgende und Doxygen wird uns dann auch eine Liste von Beispielen generieren und die entsprechend verlinken. Wie vorhin schon angekündigt, werden wir die Dokumentation nicht in Eclipse anstoßen. Das wäre übrigens mit einem End- oder Maven-Skript später auch möglich, sondern wenn Sie Doxygen installiert haben, bekommen Sie auf jedem Betriebssystem eine mit Qt generierte GUI. Man kann alles auch in einer ASCII-Datei, die meistens Doxy heißt, das heißt die Eingabedatei, mit einem ASCII-Editor einstellen. Das war übrigens in den ganz alten Versionen von Doxygen die einzige Methode, um das zu machen. Aber bei der Fülle der Einstellmöglichkeiten, die man hat, ist dieses GUI wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Suchen Sie nach Doxy Wizard. Das ist ist ein Name, mit dem Sie das im Betriebssystem finden. Gut, der Wizard hat verschiedene Einstellungen. Wir gehen zuerst mal wirklich den Wizard durch, aber einige Dinge macht man eigentlich besser im sogenannten Expert Mode. Wenn wir jetzt hier auf Expert gehen, merken Sie ja schon viel mehr Einstellmöglichkeiten, werden wir nachher auch sehen. Wir bleiben hier beim Wizard und ganz am Ende führen wir das mit Run aus. Hier gehen Sie auf Run Doxygen und dann sehen wir hier in dem Bereich die Ausgaben und hier ganz unten können wir dann sagen, machen wir den Browser auf und zeigen uns mal das Ergebnis. Okay, gehen wir nochmal zum Wizard, wie angekündigt. Sie sehen, ich habe hier eine Datei, ich habe quasi meine Einstellung schon mal durchgeführt, habe sie mit Save abgespeichert. Wenn Sie das zu Beginn machen, New Project ist natürlich alles leer. Hier sagen Sie zuerst mal, ja, wo stehen denn meine Quellen, welches Projekt möchte ich denn haben? Einfach mit Select im File Explorer das entsprechend auswählen. Dann hat das Projekt natürlich einen Namen, das tragen wir hier ein. Hier habe ich mal einfach noch vermerkt, das ist die Version mit JavaDoc-Kommentaren. Es gibt ein paralleles Verzeichnis, in dem dann mit Qt-Style dokumentiert ist. Und man kann ein Projektlogo auswählen. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Das ist in der Mainpage quasi schon gemacht, also brauchen wir das gar nicht. Aber ich kann hier einfach, ich habe hier einen Ordner Images angelegt. Das ist das, was vorher mal Doc-Files war. Hier ist es gerade. Ich sage öffnen
Und dann hat er sich das gemerkt, auch wenn er jetzt hier sagt, dass er kein Preview erzeugen könnte wegen dem JPEG-Format. Aber er hat es jetzt drin. Dann sagt mir hier nochmal, wo ist denn das wirklich der Source Code? Hätten wir auch schon SRC angeben können, aber das merkt er, weil sie nämlich hier sagen können, scan recursively. Das heißt, geh ausgehend von diesem Verzeichnis, was wir hier angeben, rekursiv den ganzen Baum durch, der darunter ist. Und dann sagen wir noch, wo die Dokumentation sein soll. Und da haben wir hier gesagt, in JavaDoc war das der Doc-Ordner, hier nennen wir das jetzt HTML-Doc, wäre auch kein schlechter Name, weil am Ende wird nämlich in diesem Ordner nochmal ein HTML-Ordner angelegt, wo dann die HTML-Doku ist. Wir gehen hier auf Next oder hier direkt auf Mode und Sie können sagen, ob Sie alle Dokumente, die er jetzt findet, verarbeiten soll oder eben nur die, die Sie dokumentiert haben. Ich habe jetzt mal All Entities gemacht, es sind auch alle dokumentiert. Und hier unten sagen Sie ihm, welche Sprache ist es dann? Und er behandelt Java und C Sharp ähnlich. Das ist auch nicht verblüffend, wenn Sie beide Sprachen kennen. Hier sehen Sie dann C++, Fortran, PHP, VHDL ist uns eine Hardware-Beschreibungssprache. Auch das kann Doxygen verarbeiten. Nächstes ist das Output. Was wollen Sie denn eigentlich generieren? Das ist der Default. Den lassen wir auch so. Wir wollen HTML generieren und zwar auch Plain HTML. Sie können Navigation Panels erzeugen. Compressed HTML ist für Windows natürlich ganz praktisch, wenn Sie Hilfeseiten generieren wollen. Sie können eine Suchfunktion einbauen. Das lassen wir jetzt mal alles sein. Und hier sehen wir noch weitere Ausgabeformate. LaTeX, Man Pages, wer die alten Unix-Man-Dateien kennt. Das kann man damit auch generieren. RTF, das ist ganz interessant, wenn Sie dann später das Ding in OpenOffice und Microsoft Word weiterverarbeiten wollen. Oder Sie können XML generieren. Das lassen wir jetzt mal bei HTML. Und bei Diagrams. Doxygen ist in der Lage, Ihnen UML-Diagramme zu generieren. Und um Diagramme zu erzeugen, brauchen Sie natürlich ein Graph-Layout. Das ist ein nicht ganz einfaches Problem. Und inzwischen gibt es mehrere Möglichkeiten, was Sie da machen können. Doxygen in der ganz neuen Version, das ist auch die aktuelle Version hier. Wir schauen mal gerade hier auf Help und auf About. Da sehen wir, das ist 1.8.7. Bis, ich denke mal so 1.5, 1.6 hatten Sie die Option keine Diagramme oder eben das Dot-Tool verwenden, was hier auch schon markiert ist aus dem GraphQL-Package. Oder eben inzwischen gibt es eine Built-in-Class-Diagram-Generator. Das Dot-Tool bekommen Sie von AT&T. AT&T, können Sie sich vorstellen, muss sehr komplexe Graphen visualisieren für die Telefonleitungen und sonstige Dinge. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dieses Dot-Tool aus dem GraphQL-Package ist sicherlich eines der mächtigsten Werkzeuge, um sehr, sehr große Diagramme zu layouten. Und ich finde, das Layout ist auch sehr gelungen. Das heißt, wenn Sie das machen, bevor Sie das ankreuzen, müssen Sie natürlich dort installiert haben, was auf diesem Rechner der Fall ist. Dann kann man hier noch später sagen, was wir denn so alles generieren. Sie sehen hier schon Klassendiagramme, Class Hierarchy. Sie können hier beliebig viele Call Graphs, Called By. Das heißt, Sie können eine Unmenge von Bitmaps erzeugen lassen. Wir sehen dann später auch das Ergebnis. Die stehen Ihnen natürlich dann später als Bitmap zur Verfügung. Dort können Sie uns auch außerhalb verwenden und Sie können auch EPS erzeugen und was Sie alles gerne möchten. Und man kann das sozusagen auch unabhängig dann dazu verwenden, um Diagramme erzeugen zu lassen. Jetzt sind wir hier sozusagen fertig. Wir hätten das jetzt schon mal ganz prinzipiell gemacht und jetzt würden wir hier auf Run gehen und würden das ausführen. Gehen wir gerade drauf. Das ist sicherlich eine gute Idee. Hier sehen Sie jetzt gerade die Konsolenausgabe. Das heißt, wenn wir das in der Konsole gemacht hätten, wäre das genauso hier rausgekommen. Schauen Sie immer mal nach. Sie können es auch konfigurieren. Warnings, Errors. Er sagt Ihnen dann, dass er keine Dateien findet, dass er die Bilder nicht findet. Er ist auf jeden Fall hier durch. Und dann kann ich hier drauf gehen und kann mir dann sofort den HTML-Output anschauen. Das werden wir aber etwas verschieben und werden uns erst noch den Expert-Modus ansehen. Sind wir hier in den Expert-Modus
gewechselt. Einiges von dem, was man im Wizard eingibt, wird auch hier schon dann eingetragen. Das sehen Sie hier auch in dem Bereich hier. Das sind gerade die rot gekennzeichneten Dinge. Wir haben hier gerade vorhin das Logo angegeben. Wenn wir das jetzt noch nicht getan hätten, könnte man das hier machen. Und Sie sehen hier, Sie haben jetzt hier deutlich mehr Tabs oder wie das jetzt hier im Grün heißt, Topics. Wir werden uns nicht alle ansehen, aber einige sind ganz interessant. Da sind wir wieder beim Encoding. Das haben wir ja schon bei JavaDoc gemacht. Und Sie sehen auch hier, wenn ich jetzt hier mit der Maus über die Überschriften sozusagen gehen, dann sehen Sie links auch immer, was es ist. Auf der Webpage von Doxygen finden Sie auch relativ gelungene Dokumentation. Da kann man sich immer drüber streiten, aber Sie werden nach einiger Zeit da alles finden, was Sie suchen. Project Name haben wir schon mal gemacht. Jetzt habe ich hier noch eine Project Number eingeführt. Da könnte man jetzt auch sagen, Version Nummer, keine Ahnung was. Project Brief lassen wir mal sein. Das heißt so eine One-Line-Description, was wir ja auch schon beim Programmieren hatten. Das Ausgabeverzeichnis hat man auch schon angelegt. Create-Subdirs würde ich nicht machen. Doxygen erzeugt natürlich eine Unmenge von Dateien. Und damit können Sie das in Unterverzeichnisse strukturieren. Output Language, das haben wir vorhin noch nicht gemacht. Da war es auch noch auf Englisch gewesen. Aber wenn Sie genau aufgepasst haben, vorhin beim Generieren kam da schon ganz am Ende eine Warnung, dass wir haben 187, das letzte Mal jemand 184 sich um die deutsche Einstellung gekümmert hat. Und Sie sehen hier auch schon, es gibt hier eine größere Menge von Ausgabesprachen. Default ist natürlich, wenn Sie nichts machen, immer Englisch. Das lassen wir jetzt auch mal auf Deutsch. Das war also auch schon eingestellt. Und dieses Brief Member Desk, das heißt, da wird da gerade eben diese Brief Comments eben auch machen. Similar to JavaDoc steht da gerade links unten. Das kann man eben abschalten. Repeat Brief heißt, wenn er die ausführliche Dokumentation bekommt, soll er die kurze nochmal hinschreiben. Das lasse ich jetzt hier mal weg. Mir gefällt das nicht. Dann haben wir Dinge zweimal in der HTML-Doku. Aber Sie können das natürlich machen. Das hier ist ganz interessant, übrigens, wenn Sie immer Doxygen verwenden. Sie haben hier Variablen wie $Name, die Sie definieren können und wo er dann immer so zum Beispiel den Klassennamen hineinschreibt. Mache ich nicht sehr oft, aber ist natürlich eine schöne Sache. Full Path Names, wenn Sie Pfade angeben, kann man das hier ankreuzen und Sie können hier auch sagen, wo das ist, genau da steht. Ab dem Projektverzeichnis zeigt sie das vorher nicht. Das lassen wir jetzt alles mal sein. Sie sehen schon, stellen sich vor, Sie machen das in einem ASCII-File. Das ist schon eine längere Veranstaltung. Qt Autobrief, es gibt auch einen JavaDoc Autobrief. Das heißt, wenn man das hier ankreuzt, dann würde er die Briefcomments in die ausführlichen genauso voneinander trennen, wie das in JavaDoc der Fall ist. Und das können wir nochmal hier nach ganz unten. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir wollen Java. Das heißt, Optimize Output Java hat er jetzt schon übernommen. Das hier unten lassen wir jetzt einfach nur als Default. Gehen auf den nächsten Tab, das ist Build. Und hier kann man dann sagen, denken Sie an die Visibility in JavaDoc. Will ich wirklich alles, was private ist, sehen? Das kann man hier mit Extract Private eben an- und ausschalten. Hier ist, er soll einfach alles herausholen. Show Include Files, Sie sehen hier, es gibt eine Unmenge von Optionen, die Sie machen können. Ganz interessant ist das hier. Wir haben ja schon auch so diese Deprecated Block Tags in Java gesehen. Hier kann man sagen, ich hätte gerne eine To-Do-List. Wir hatten vorhin im der Shape.java eben gerade ein Slash-To-Do-Tag. Wenn ich das Kreuz hier wegmache, dann werden Sie den Text in der Doku nicht sehen. Wir können ja Testlisten generieren, wir können Buglisten mit dem Slash-Bug generieren. Das ist wieder gerade die Deprecated-List. Man kann sagen, zeig doch bitte die Dateien, die ich verwendet habe. Auch Show Used Files kann man einstellen. Man kann Namespaces zeigen lassen oder eben nicht. Und hier, wenn Sie LaTeX kennen, dann guckt hier BibTeX ums Eck. Das heißt, Sie können spätestens, wenn Sie LaTeX generieren mit dem Slash-Site, sogar ein Literaturverzeichnis erzeugen. Gehen wir auf das nächste Messages, das ist jetzt relativ kurz. Quiet nervt mich nicht, macht gar keine Ausgaben, zeigt mir Warnings. Warn if undocumented ist eine schöne Funktion, das heißt, er wird Ihnen eine Warnung geben,
Die Klasse x.java ist mal wieder nicht dokumentiert. Jemand hat es sozusagen vergessen. Ganz schlimm. Klar, natürlich, wenn da jetzt Fehler drin auftauchen, dann hätte ich die auch gerne gezeigt. Input ist wichtig, das haben wir aber schon gesagt, nämlich wo stehen die Quellen und rekursiv darunter. Das hätten wir jetzt hier noch machen können und Sie können hier noch mehr Verzeichnisse angeben. Wora sucht, Input, Encoding ist wieder UTF-8, File Patterns, das heißt, wir heißen denn so die typischen Programmiersprachendateien, die er eben auch kennt. Muss man eigentlich selten etwas machen. Recursive, klar, geht durch, sieht man hier. Dann können Sie sagen, es gibt Dateien, die möchte ich nicht in der Dokumentation sehen. Die gehen sozusagen niemand was an. Das kann man dann hier machen. Kann man auch ganze Patterns definieren. Das heißt, eigene Endungen verwenden, die dann nicht in der Dokumentation auftauchen. Und hier kommen nochmal zwei wichtige Dinge. Example Path. Wir hatten das Slash Example. Die Dateien muss er natürlich auch finden. Und in unserem Projekt, das ist immer Source Examples. Ja, ist schon drin, habe ich schon quasi definiert, hätte man spätestens hier damit machen können. Und er wird das dann auch Example Recursive machen. Brauchen wir jetzt hier nicht, weil sie alle hier drin sind. Hätten sie hier nochmal eine Verzeichnisstruktur, wäre das hier bestimmt nicht schlecht. Auch wir können wieder eigene Patterns definieren. Das heißt, ihre Examples haben immer bestimmte Muster im Namen. Und hier muss natürlich das Projektlogo und unsere Bitmap für den einen Punkt Java wiederfinden. Das ist der Image Path. Den definiert man hier. So, und diese Bilder werden dann auch in die Ausgabe mit hinein kopiert, sodass HTML das wiederfindet. Source Browser ist etwas, was ich sehr, sehr gern aktiviere. Das heißt, Sie bekommen eine Quellansicht im Browser. Ich kann mir zum Beispiel von Projektabgaben die Java oder C++ Quellen ansehen, ohne eine IDE aufzumachen. Ein Browser reicht. Und in dem Source Browser sind eben sogar die Quellen so formatiert, dass da wieder HTML-Links drin sind. Man kann die Kommentare herausschmeißen, weil sie zum Beispiel sagen, ich gebe dir die Quelle, aber keine Kommentare. Das wäre hier gerade der Haken, Source, Tooltips, Verbatim, Headers, das haben wir jetzt relativ gleich gelassen. Und der nächste Tab sagt dann, okay, natürlich die Einstiegsseite, die Indexseite, hätte ich gerne einen Alphabetical Index für meine Klassen zum Beispiel. Ich hätte gern, wie viele Spalten, ich habe jetzt hier mal zwei eingetragen, weil wir wirklich nicht so sehr viele Klassen haben. Default ist 5. Das ist klar für große Projekte. Bekommen Sie dann einfach eine alphabetische Seite, hatten wir in JavaDoc auch schon. Okay, und jetzt kommen wir langsam zu den ganzen Formaten, die wir erzeugen können. Hier sehen wir sie schon. HTML, LaTeX, RTF, ManPage, XML, DocBook, AutoGen. Das wird immer größer. PerlMod, wer schon mal Perl verwendet hat, das ist das Dokumentationsformat von Perl. Wir bleiben jetzt einfach mal beim HTML. Damit erzeugen wir das. Generate HTML haben wir vorhin schon im Wizard gemacht. Extension ist HTML, nicht HTM, wie so ein Windows-Krüppel, sondern vierstellige Suffixes. Dann verwenden wir hier einen Header.html, das kann man hier angeben. Hab ich jetzt irgendwann mal dazu gemacht, weil Doxy schon Probleme hat, wirklich mit UTF-8 und Character Encoding, das könnte man denken, das wäre oben schon alles eingegeben, haben wir ja schon gesehen. Das wird aber nicht wirklich richtig gemacht, ist auch wieder nur das Problem mit deutschen Umlauten. Wenn Sie Englisch kommentieren, haben Sie das Problem nicht. Wenn Sie nach Indoxit schon nach deutschen Umlauten suchen in den Foren und dann merken Sie sehr, sehr viele Fragen danach. Wir haben dann in einigen Projekten so lang rumexperimentiert, bis wir die Lösung haben und jetzt haben Sie in der Musterlösung eben auch Footer, Style Sheet. Sie können das hier komplett selbst so gestalten, wie Sie gerne hätten. Sie können hier die Farben angeben. Das ist ganz witzig. Habe ich natürlich immer gern, wenn Studenten bei mir Programmierprojekte abgeben. Daran sieht man nämlich auch im Footer der HTML-Seite, wann die Dokumentation erzeugt wurde. Es gibt auch Projekte, wo man von mir schon mit Doxy schon bearbeitete Ausgangsprojekte bekommt und dann interessiert es mich natürlich, ob das auch jemand nochmal weitergemacht hat. HTML-Help kann man generieren, das haben wir jetzt alles mal hier mal weggelassen.
Eclipse Help, das heißt, Sie können hier auch HTML erzeugen, was Sie in Eclipse dann weiterverwenden können. Ich glaube, da unten, genau, Sie können eine Suchmaschine aktivieren. MathJax ist eine sehr interessante Sache. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, mit dem Sie in LaTeX-Dokumentation Mathematikformeln in die Dokumentare, in die Kommentare hinein machen lassen. Und das wird, wenn das alles funktioniert im Browser, dann eben ordentlich formatiert. Jetzt sind wir ja schon bei LaTeX, RTF, nur ganz kurz. Wenn man hier natürlich Generate LaTeX ankreuzt, dann kann man darunter auch etwas tun. Wie heißt der Ordner, wo das liegt? Wie heißt das Kommando, mit dem Sie LaTeX später aufrufen? Auch Made-in, das ist aber auch relativ Standard. Paper-Type, das heißt, wer sich mit LaTeX auskennt. Hier kann man LaTeX-Packages angeben, Footer, Header, soll er PDF-LaTeX verwenden. Hier ist eine ganz interessante Sache, Doxygen erzeugt ja Links in HTML und wenn wir dann hier eine PDF-Ausgabe haben, können wir das auch natürlich hier produzieren. Hier können Sie sagen, wenn er wirklich eine Bibliography erzeugt, was ist denn das für ein Style? Wie gesagt, wer sich mit LaTeX auskennt, erkennt das hier. Und RTF ist ähnlich. Wir schalten das mal gleich ab, sonst erzeugt mir das nachher noch. Wo heißt der Ordner? Compact RTF ist eigentlich ja schlecht. Doxygen ist an der Stelle, was RTF und LaTeX angeht, sehr geschwätzig. Sie erzeugen da sehr, sehr große Dateien. Das ist Geschmackssache. Und hier noch ein paar Einstellungen. In dem LaTeX-Ordner hier werden Sie dann eine Menge von TeX-Files finden und Bildern. Und unter Windows ein make.bat und ein make-File. Das rufen Sie in der Konsole einfach auf. Es wird LaTeX aufgerufen. Wenn Sie das erste Mal machen, MeinMikTeX hat dann noch einige Pakete installiert und dann ist am Ende ein refman.pdf einfach da und der RTF-Output heißt auch refman.rtf. Gehen wir mal etwas noch tiefer. Wir haben ja hier schon so, die haben wir noch ein paar andere Ausgaben und wir haben vorhin schon über den Diagrammgenerator gesprochen. Das ist auch die letzte Option hier. Dot, so heißt das Kommando, was da am Ende ausgeführt wird in GraphVis. Und hier kann man nochmal sagen, was man gerne hätte. Klassendiagramme haben wir angekreuzt. Und hier sagen wir, hey, ich habe überhaupt GraphVis schon installiert. Das macht natürlich keinen Sinn, das hier anzukreuzen, wenn Sie das nicht gemacht haben. Dinge, Beziehungen, wo er Diagramme erzeugen sollen, die nicht dokumentiert sind, ob er sie ignoriert oder nicht. Wie viele Threads soll ich aufmachen? Dort ist inzwischen Multithreaded. Font Size erzeugt hier auch Text und auch den Font Name können Sie vereinbaren. Hier sehen Sie schon, in Windows würde das Arial heißen. Das ist ja eine nachgemachter Font von Microsoft. Der ursprüngliche PostScript-Font heißt und hieß damals Helvetica. Sie haben hier Fonts, das lassen wir mal sein, hier genau Klassengraph, die man soll sie bitte auch gruppieren. Sie können hier eine Unmenge von Diagrammen erzeugen. Dot Image Format, ich habe jetzt hier mal PNG eingestellt, sieht man schon, ich kann eben auch JPEG, ich kann GIF und ich kann auch SVG erzeugen. Damit er dort findet, das macht man einmal, geht man hier dann einfach auf dieses Icon und hier sehen Sie dann gerade wo mein GraphVis installiert ist und danach findet er das und hier unten nochmal ja, eine Legende erzeugen. Muss man vielleicht nicht unbedingt machen, wenn man verstehen, was da eigentlich erzeugt worden ist. Und hier ein Cleanup, räum mal etwas bitte auf, wenn du dort durchgeführt hast. Jetzt haben wir alles eingestellt, zumindest mal haben wir uns die meisten Optionen angeguckt. Und jetzt wollen wir das nochmal ausführen, das haben wir vorhin schon mal gemacht. Hier sieht man noch die Ausgaben. Und hier ist auch gerade so die Warnung, es könnte sein, dass da noch englische Sätze auftauchen. Ich habe allerdings noch keinen wirklich gesehen. Es gab auch keine Fehlermeldung. Es hat alles ordentlich funktioniert. Das heißt, wir gehen hier einfach nochmal drauf. Ich hoffe jetzt, dass ich LaTeX nicht vergessen habe, wieder auszuschalten. Und dann wird er das hier generieren. Wenn man nur LaTeX haben will, macht man einfach den Generate
HTML war weg und ich habe gleich gewusst, dass ich irgendwas vergessen habe. Hier sieht man gerade Combining ATF Output. Schalten wir jetzt vielleicht mal gerade noch aus. Da ist es weg und ich glaube LaTeX war auch noch. Nee, LaTeX war doch. HTML war angeschaltet. Und LaTeX war ausgeschaltet. Okay. Gehen wir nochmal hier drauf. Füllen es einfach nochmal aus. Und da sah man auch, das Dot-Tool gelaufen ist, hat es gefunden. Er hat die entsprechenden JPEGs erzeugt. Und jetzt sehen wir auch, dass er die ganzen Dateien hier durchgeht. Und das hat funktioniert. Und dann schauen wir das uns im Browser an. Hier ist er schon. Hier ist gerade der Project Title. Hier sehen wir jetzt, auch das kann man ja verändern. Haben wir jetzt einfach mal ein paar so verschiedene Reiter. Hier sehen wir gerade unser Projektlogo. Das heißt, der Image Part hat auch funktioniert. Das haben wir schon im Java-Doc gesehen, dass man sich einfach merkt, wo es ist. Und da stand im Text wirklich nur shape.java. DocSigin erkennt das, weiß, er hat diese Datei dokumentiert. Das heißt, er erzeugt uns hier sofort den Link. Sie haben hier eine wirklich sehr große Verlinkung von allem. Hier unten sehen wir gerade das Datum. Wir haben das jetzt hier gerade erzeugt. Sie sehen auch, das ist nicht das, was ich gerade im Video gemacht habe. Das ist schon etwas älter. Und hier sieht man dann, wer es erzeugt hat. Das kann man alles konfigurieren. Sie können das hier unten auch einfach durch etwas Eigenes ersetzen. Gehen wir hier mal ein bisschen durch. Zusätzliche Informationen. Da sind Buglists, To-Do-Lists drin, wenn man das eben einschaltet. Ausstehende Aufgaben ist das deutsche Wort dann für To-Do-List. Hier haben wir noch ein bisschen Probleme mit Encoding. Da arbeiten wir nochmal dran. Aber wir haben ja so in Geometry.shape haben wir gerade vorhin den Eintrag gehabt. Und hier in Geometry.scene gab es eine weitere To-Do. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann springe ich direkt zur Dokumentation dieser Klasse. Können wir aber auch so machen. Wir gehen hier auf Klassen, dann findet man hier erstmal auch eine eingerückte. Das heißt, wir sehen schon, es gibt vier Shapes. Also eine Liste, die geht immer. Und Sie können hier nochmal ein Klassenverzeichnis aufmachen. Wir haben vorhin gesagt, ich hätte das gerne mit zwei Spalten. Bei den paar Klassen langt es auch. Hier kann ich wieder direkt drauf gehen. Hier sehen wir auch schon immer so die schöne Basisklasse. Klassenhierarchie, sind wir schon bei Dot. UML-Diagramme. Und das Schöne an diesem Diagramm ist, dass auch dieses Rechteck jetzt hier als Image Map verlinkt ist. Auch hier kann ich direkt auf Circle gehen oder eben auf die Basisklasse. Und hier sehen wir auch nochmal wirklich alle Funktionen. Das hätte man auch ausschalten können. Ich finde die Liste jetzt nicht wirklich sehr informativ. Gehen wir auf die Klassenhierarchie. Und jetzt gehen wir mal auf die Line. Die ist immer deshalb interessant, weil wir ja auch mal eine Bitmap drin haben. Hier sehen wir wieder ein generiertes UML-Diagramm. Wir wissen schon, dass Shape eine Basisklasse ist, kann man auch ausschalten. Wir hatten die Legende angeschaltet und dann sieht man hier quasi, was bedeuten, denn diese ganzen Ausgaben hätten wir auch wegmachen können, aber haben wir jetzt einfach mal angekreuzt. Das heißt, immer ab und zu mal einfach mal ausprobieren, wie sieht denn das aus? Gefällt mir das? Ja, dann sehen wir hier die öffentlichen Methoden, die Kommentare, lang und kurz. Und hier sehen wir gerade auch wieder die Bitmap mit der Caption. Und hier sehen wir auch nochmal schön, wie DocSigin jetzt die RCS-Header behandelt. Dateien, da finden wir jetzt nochmal eine Liste, auch das kann man ausschalten. Package-info.java hätte man zum Beispiel auch in die Exclude-Liste aufnehmen können, hätte sagen können, das möchte ich gar nicht dabei haben. Auch das ist manchmal etwas, was man auch weglassen kann. Und wir hatten ganz am Ende noch die den Example-Tag angesprochen. Dann hat er hier Beispiele gemacht. Wir haben hier im Moment nur eines drin. Und in der Liste ist, dann kann ich das dann wieder auswählen. Das ist der Kommentar, der im Example-Tag drin stand, den wir vorhin gesehen haben. Und hier unten sehen Sie dann den Source-Browser. Und ob diese Kommentare zum Beispiel drinnen sind oder nicht, das konnten wir auch nochmal konfigurieren. Und das Schöne ist eben, Sie haben hier Syntax-Highlighting und Sie sehen eben einfach,
Sie können hier sich da drin bewegen. Wir gehen mal nochmal gerade zu einer Klasse wie Triangle. Und hier können wir uns auch nochmal öffentliche Methoden, geschützte, also Protected, Private. Ja, und hier sehen Sie auch nochmal, wir hatten ja einen Source-Browser aktiviert. Wo ist denn bitte das hier zu finden? Jetzt gehen wir einfach mehr auf, hier auf die Datei. Und dann bekommen wir hier auch wieder eine Syntax-Highlighting-formatierte Datei. Und wenn Sie jetzt hier auf Point2D gehen und müssen nicht mehr wissen, was das eigentlich war, und dann kommen wir hier wieder zur Dokumentation dieser Klasse.